Aber die Ehre, grüß euch zurück am Gemeinschaftskanal. Und zwar zum letzten Liga-Cast dieser Saison. Das ist der letzte Cast, letzte Upload, was Liga-Games angeht. Wir sind nur mehr auf Spieltag 8 in dem Sinne. Das andere Spiel, was ich nur dafür vorgesehen hätte, was auf Spieltag 9 ist, ist leider out of sync. Aber wir haben da Captain Markus in Rot mit den Holländern gegen Oberst Zaubertütli mit den Hauser in Grün auf Neuengland. Und ja, also das ist dann natürlich Liga 4. Und ich hab, das ist tatsächlich mittlerweile schon so weit her, dass ich schon ganz vergessen habe, wie die beiden in der Statistik abgeschlossen haben. Also ist das jetzt für mich sogar nur mehr oder weniger Überraschung, wer da gewinnt. Aber genau, Neuengland, wir kennen es, wir lieben es, in der Mitte die Handelsroute, Schafe auf der Map, viel Wasser. Und zwar Native-Posten, in dem Fall sind es Huronen. Früher waren es garantiert immer Huronen. Seit einiger Zeit können da statt Huronen oder neben Huronen Kree erscheinen. Aber in dem Fall ganz klassisch mit Huronen-Posten. Und ja, wir kennen es, wir lieben es. Die Teiche, die Seen, in denen man dann einfach einmal Fregatte reinschicken kann, wenn man das will. Wir haben nur keine Decks, aber mag. Markus hat jetzt das erste Shipment, das heißt, wir Sänger Deck, es heißt Solo. Und ja, was wir gleich mal sehen, es ist kein Anti-Wasser-Deck, das heißt, einmal keine Fregatte für Holland. Vier Ressourcenkisten, Unit-Shipment, Kirchen. Ja, es ist grundsätzlich ein recht ein normales Dutch-Deck, 700 Nahrung sehe ich mir nicht immer, aber wenn man es in einem Deck sieht, dann ist es gerne mal Dutch oder Russen. Aber ja, mein größter Kritikpunkt, kein Anti-Wasser. Und auf der anderen Seite, Oberst Zaubertütli mit dem Deck Neuengland hat Anti-Wasser-Shipments, zwei Kanus, also Schippbäcke. Sonst glaube ich, was ich von Hause weiß, nicht unbedingt ein atypisches Hauserdeck, vielleicht ein bisschen mit dem Ehe-Berber. Bisschen gieriger, ein bisschen wirtschaftlicher, als man normal mit Hauser spielt. Und ist das Sahel-Königreich, Kampfkraft für indigene Krieger. Okay, ja, es kann sein, dass da verstärkt auf Arcanum Cobias gespielt wird. Also aber gegen Dutch gar nicht so empfehlen kann. Dutch haben wir doch in Edge 3 eine der besten Skirmgun Compositions, weil andere Dragoner so kosteneffizient sind und andere Skirmisher 3 Upgrades drauf kriegen. Aged da mit dem Quartiermeister, Hauser aged mit Songhai. Also trotzdem den doch recht aggressiven Start, wie man kennen. Muhammad Bello, ich habe keine Ahnung, ob das ein Witz oder Anspielung auf irgendwas ist. Dora the Explorer, das ist auf jeden Fall ein Schmäh. Ja, muss jetzt glaube ich auch nicht erklären. Passt auf jeden Fall zu jedem Explorer thematisch. Und da stirbt jetzt gleich der Gesandte. Der macht es nicht mehr lang. Da ist er down. Hauser sichert sich da an Handels. Posten, währenddessen da, was wird's denn da geholt? 140 Nahrung. Ja, da müsste es eine halbe Bank. Das ist eigentlich eine halbe Bank. Oder fast eine halbe Bank. Also, eine halbe Bank ist nicht fast die halben Nahrungskosten einer Bank. Das ist jetzt nicht der irgendwer, dass sich da jetzt nicht irgendwer darüber aufregt, dass sie da schwach sind dazu. Erste Bank wird schon gebaut mit vier Siedler. Ist natürlich, ja, ich weiß, dass man mit einem Siedler ein bisschen sehr lange an der Bank steht. Ich weiß aber auch nicht, ob vier Siedler unbedingt notwendig sind. Ich glaube, zwei Siedler sind so das Ding bei den Banken. Aber ich weiß es nicht so viel. Holland spielt nicht in meinem Leben. Wir sehen da auch gleich Kriegslager. Das heißt, Hauser tatsächlich recht aggressiv da. Universität. Es kommt auch der Palast von Amina. Man könnte natürlich ja die Universität da bauen und den Palast dazu, um die Frontbasis abzusichern.
Dann sollten wir keine bald eine zweite Uni bauen. Kann auch sein, dass der Palast defensiv aufgestellt wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der da dass der da zur Frontbasis dazu gefahren wird. Und ja, die Universität ist nicht fertig. Zaubertütli, Oberst. Denn der Universität ist nicht fertig. Die ist nicht fertig. Das ist jetzt natürlich bitter. Dafür konnte er die Bank da jetzt einfach wegreißen, bevor es fertig ist. Ja, wobei das vom Bankwagen, die baut sich sehr schnell auf. Aber der eine Siedler lebt da gefährlich und die Raider haben einen guten Damage gegen Villager. Und da ist der eine Siedler schon mal down. Ja, da so in der holländischen... Also, dass der eine Siedler down geht, ist unglücklich, aber normalerweise kriegt man in einer holländischen Base am Anfang mal nicht so viel. Aber wenn die Herden so ein bisschen all over the place sind, das heißt, der zweite Siedler kommt da noch drauf, gell? Ja, wobei, die wird es überleben. Ja, knapp überlebt. So, der Palast ist per fertig. Wir haben nur zwei Fulanis. Da war er, glaube ich, gehaust. Da sind die Ressourcen ausgegangen. Die Universität ist immer noch nicht fertig. Ich frage mich, ob er da jemals drauf kommen wird, dass die Universität nichts macht. Spätestens, wenn es dritte gäbe und den Fast Age abmachen, wie wir da drauf kommen, dass die Universität nicht fertig ist. So, Big Button kann jetzt geklickt werden. Wir haben 500 Einfluss, dann da wieder geklickt. Das heißt, der 5er Patch Raider kommt aufs Feld. Und was macht ein Holländer? Der holt sich mal Jagdhunde und hat sich 700 Gold geschickt. Und ja, muss nur mehr Nahrung sammeln und kann dann eigentlich schon ins dritte Agent, deswegen auch die Jagdhunde, die vielleicht schon ein bisschen früher kämen können. Und wir haben einen Stallstart mit Husare, was gegen Hauser Sinn macht. Weil Hauser startet, wenn Hauser aggressiv ist, was kommt da? Es kommen Fulane und es kommen Raider. Was heißt, es kommt kein Anti-Kaff. Und Raider sind ein ziemlich starker Kaff, aber ich meine, dass die gegen Husare dann doch nicht die effizienteste Unit sind. Und das heißt, man kann mit einem Kaff-Start gegen Hauser einiges richten. Ich würde den Husaren fast abbrechen sogar. Um ins dritte geht's keiner. Husar abbrechen, 100 Nahrung verkaufen oder einfach jetzt 100 Nahrung verkaufen. Das ist wertvolle Zeit, die da jetzt einfach drauf geht. Hallo? Aber den sieht's auch nicht. Den sieht's auch nicht. Wir haben einen 5er Badge Husare, die konnte dann eigentlich gemeinsam mit einem Minuteman Badge da jetzt eigentlich was reißen, wenn die Ressourcen für Minuteman da waren. Aber waren jetzt eigentlich gleich da, aber okay, da haben jetzt Sperrreiter. Jetzt haben die Husare auf jeden Fall an Wert sofort verloren, einfach durch die Präsenz von den Sperrreiter. Ja, dafür ist Markus gleich im dritten und wir haben da jetzt eigentlich nur Plünderer und Sperrreiter, das heißt der 9er Batch Ritter. Ja, da kommt er, der 9er Batch Ritter. Die Militia würde jetzt sogar abbrechen, wird abbrochen. Schade, ja, der tut ja wirklich alles, was er ihm sagt. Muss am Dialekt liegen. Ja, also die 9 Ritter, auf jeden Fall der richtige Call. Wir haben fast keine Leichtinfanterie im Feld. Es kommt jetzt erst wieder ein Batch an Fulanis. Und ja, Kaserne muss jetzt halt aufs Feld, um die Skirms dazu zu machen. Aber grundsätzlich, Markus hat zwei Siedler verloren, aber ist jetzt im dritten, hat jetzt da, ja, ist mit Dutch eigentlich dann der Situation, wo er sein will, hat er, wie viele Banken sind es? Vier Banken. Ja, sind ja der Vollbankboom, aber die letzte Bank kommt auch noch. Und ist halt, hat halt einfach jetzt den Age Advantage. Und Dan hat gar nicht wirklich so jetzt da, weiß nicht, wirklich viel bessere Eco, weiß ich nicht. Ich meine, Nahrungseko für Afrikaner ist immer gut. Aber wir sehen es an die Punkte. Wir haben 2000 mehr Punkte für Captain Markus. Ich meine, kommt da ein bisschen Gebäude-XP dazu, wegen die Banken. Aber ich glaube, dass der Holländer gerade gar nicht in so einer schlechten Situation ist. Was natürlich Dan machen könnte, ist auf Wasser, gell? Weil Markus das nicht contesten kann. Zusätzlich.
Oder sitzt da mal die Handelsroute gönnen und für Einfluss-Income. Aber ja, die Universität ist endlich fertig. Da wird er sich auch geärgert haben. Und die dort schon zum fünften Mal darauf hinweisen, dass er die Universität nicht fertig hat. Das heißt, ja, tut mir leid. Tut mir leid. Nächster Patch. Skirms, und wir haben dann schon halbwegs gesunde Skirm-Bundmasse, vor allem eben, weil Dan gar nicht so viel mehr Units hat am Feld. Das ist halt einfach der Edge-Vorteil, den gespürt man, wobei punktetechnisch geht's weit auf. Und wir haben jetzt da die Handelsbar, das heißt, die ganze Handelsroute wird sich genommen für Hauser. Und man konnte jetzt eigentlich schon Stagecoach klar forschen. Die Ressourcen wären da. Weil du willst ja die Handelsroute für Einfluss verwenden. Weil du willst keine, die 200 Nahrung wieder nicht ausgeben, will nämlich agen. Und man aged mit Arcan. Ja, okay, es macht Sinn vom Deckplan her, mit dieser Heilkönigreich und dem Garnanti, dass Oberst Zaubertütli gerne auf Arcan an Kobias gehen wird. Wie gesagt, nicht sicher, ob das die beste Idee ist gegen eine Ziff, die garantiert Skirm Grund spielen wird. Auf der anderen Seite, wenn du so eine Masse Arcans hast, also Ritter hat nicht viel HP, die können das auch wegfetzen, wenn sie eine gute Salve kriegen. Aber ich fürchte, dass der Holländer da einfach ein bisschen voraus ist, was Masse angeht. Ja, der ist jetzt auch fertig geworden. Es wird jetzt sogar nur in der Transition des Garnanchi geschickt. Wie gesagt, ich würde gerne die Stagecoach sehen. Ich hätte eigentlich vorher schon gerne die Stagecoach gesehen. Ich sehe Sarah jetzt gern, weil ja, du willst den Einfluss haben. Und du konntest da dann vor allem Artillerie aus dem Palast rausholen. Jetzt kommt die Stagecoach. Ja, die haben alle keinen Siege. Also das der hat nicht mehr viel HP, aber der TP, aber das dauert trotzdem. Das dauert alles. Aber da kommt die Skirmmasse, da kommt jetzt da. Wir haben jetzt wirklich armeetechnisch 14 Reuter, wir haben 20 Infanteristen, 19 Skirms. Und Oberst Zaubertütli hat. Ja, der hat eigentlich nur die halbe Armeemasse technisch, 23 Units. Und davor ist das. Ja. Plünderer und Fulani. Und die müssen jetzt halt alle geupgradet werden. Im Dutch ist halt alles schon sofort H3. Also, ja, da auch Punkte, also der Punkte-Vorteil sagt das natürlich auch. Ich meine, da sind jetzt ein paar Punkte draufgegangen, weil war Hauser im Rückstand wegen dem Agent. Aber wir sehen nach wie vor 2000 Punkte Vorsprung. Und ja, 2 TPs sind down, bevor die Stagecoach durch ist. Und da wäre jetzt die Frage gewesen, ob er die Stagecoach nicht wieder abbrechen hätte sollen, bevor es soweit kommt. Weil, der holländische Kundschafter liegt da am Boden, aber Captain Markus könnte sich da dazu überreden, die Handelsposten einfach selbst zu besetzen. Vor allem, weil du als Dutcher sowieso keine Goldprobleme hast und du den sofort rauskaufen kannst. Es kommen sogar nur sechs Bosniaken. Jetzt da in dem Fall gar nicht so viel Sinn machen, aber das war es natürlich Markus nicht, dass da ein Haufen Musketiere da sind. Und wir haben Lifidi Knights. Ja. Markus, weiß nicht, schaut gar nicht aus, als wäre er groß auf Konfrontation aus. Der ignoriert da gerade einfach die Frontbasis, marschiert durch ins Hinterland. Jetzt kommen wir gleich noch Black Rider hinten nach. Weiß ich nicht, ob ich. Warum nicht? Aber ja, ich hätte fast irgendeine Kampfkraftkarte jetzt dem fast bevorzugt. Kampf Combat. Wenn schon die Bosniaken und Feld sind zum Beispiel, das hätte ich jetzt ein bisschen gesehen. Aber ja, da marschiert jetzt da die Hauser Armee zurück in die Base. Die Skirm Siege des Kriegslager, das dauert natürlich ewig und 3 Jahre. Snipt man aber an 2 Siedler. Da wird eine Hütte gebaut. Antikaffiert in der Hinterhand gehalten.
Muss aber aufpassen, darf nicht zu weit weg sein. Wir haben da die Fidi. Und die werden da. Die werden da Schaden an den Skirmisher anrichten, aber jetzt sind sie isoliert, das sind drei Lefidi und auch so einsamer Plünderer und werden einfach einmal von den Reuter weggesniped. Und so ja, macht das Markus gerade sehr vorsichtig und methodisch. Nutzt die Range für seine Units aus, weil die haben alle mehr die haben mit 20 Reichweite gegen die 17 und gegen die gegen, 12. Ja, also nutzt er die Range aus für seine Units, tut kiten. Und sobald da die Kaff zu nahe kommt, da sind die Reuter, schießen den Lefidi weg und er kann weiter kiten. Nächster Lefidi ist down. Und die Lefidis haben alle nicht wirklich Wert ausgeholt. Und jetzt haben wir da nur mehr Reuter und die schwarzen Reiter. Beste Gefahr ist jetzt tatsächlich die Ankobia-Masse, würde ich fast behaupten. Da auf der anderen Flanke, auf der rechten Flanke ist dort, ja, ist da ziemlich geklärt worden, die Hauser-Armee. Jetzt kommen da wieder ein paar Lefidis raus, aber da stehen schon die Ritter. Die Bosniaken sind jetzt nicht unbedingt die beste Unit, um gegen die Arkanakobia zu kämpfen. Aber die Masse macht es jetzt einfach, wir haben jetzt also die Masse von Captain Markus ist vollkommen intakt. Er hat seine Bosniaken oder seine Heavy Cav grundsätzlich geopfert. Aber die Skirmmasse ist ja fast nicht down gegangen. Die Dragonermasse ist sogar noch größer geworden. Jetzt kommt Kev. Na. Infanteriekampfkraft. Ich würde die Kev Combat ehrlich gesagt sehen. Ich würde die Kev Combat eher als die Inf Combat. Weil deine Röter, dass der größere Kampfmasse grundsätzlich am Feld und einen größeren HP Pool, im Fall mit die Black Rider. Die von der Kampfkraftkarten profitieren. Auf der anderen Seite verstehst du, brauchst jetzt den Konter gegen die. Konter gegen die Arkanankovia und da willst du halt die Blänkler aufbuffen. Da war es dabei, weiß nicht, haben wir Arsenal gesehen? Counter Infantry Rifling war da halt auch noch der Call gewesen irgendwann. Nein, wir haben kein Arsenal. Und ja, Dan, man hat es gesehen, dürfte Probleme mit dem Pathing gehabt haben. Aber ich glaube, dass du jetzt einfach Markus sein Gameplan halt einfach sauberer durchgekriegt hat als Dan. Und Dan auch sicher weder hat, dass den die fertig geworden ist. Und ja, hat halt einfach jetzt solide gekämpft, hat die Reichweiten von seinen Units ausgenutzt, hat immer wieder die Kaffwasser gesniped. Jetzt interessiert mich wirklich nur die Eco. Wir haben mehr Rohstoffe für Markus und zwar 5000 mehr Rohstoffe. Und an, ja, fast 2 zu 1 Trade. Ja, ein 2 zu 1 Trade für Markus und fast ein 1 zu 2 Trade für Dan bzw. Oberst Zabertütli. Gut, ja, und damit schmeißen wir uns jetzt gleich in das nächste Game. So, letztes Game im letzten Liga-Cast. Der Frühlingssaison 2024 hat uns jetzt eigentlich ein halbes Jahr fast begleitet. Anfang mit März, jetzt haben wir Juli. Zu dem her gehen wir dann in die verdiente Pause mit dem Liga-Content. Vor allem, wer mittlerweile gefühlt jedes zweite Rack out of sync geht und ich nichts mehr zum Kasten da rauskriege. Das heißt, wieder der große Aufruf dieses Kanals, das große Thema dieses Kanals. Wer Replays hat, die aus dem Ranked oder aus internen Games oder was auch immer, die, egal aus welchem Grund, die, wo der Wunsch besteht, dass die gecastet werden, schickt es mir persönlich oder schickt es einfach in den Replay-Kanal am Community-Server. Oder wenn irgendwer selbst einen Cast produziert und sagt, ich will auch Spiel casten oder so, ich möchte jetzt was machen und ich würde es irgendwo präsentieren können. Das ist die Core-Idee dieses Kanals. Also es wird da auch nichts abgelehnt, außer es ist jetzt irgendwie politisch problematisch, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Vertrauen in unsere Community, dass wir alles ordentliche Leute sind. Genau, aber damit. Die Map ist Highlands.
Wir sind in Äthiopien, aber wir sehen zwar amerikanische Völker, nämlich Azteken gegen Inka, und das Matchup habe ich letzte Woche schon gecastet. Also keine Ahnung, was die Map so prädestiniert für diese Ziffs. Ich habe das sowieso als ein Mexiko-Map gesehen, wegen die Sudaner. Die hat sich Markus sogar schon geholt. Was haben wir da? 90 Nahrung. Die konnte aber jetzt gleich mal. Oh, ich glaube, ja. Ja. Die hat sie Oberst Sabbathütle einfach einmal ganz, ganz frech an sich genommen mit Avides de Oro. Oro heißt Gold, aber mehr weiß ich nicht. No Hate for Ankron. Ist okay. Ankron verdient wirklich viel, aber was er nicht verdient, ist irgendein Hate, weil ohne Ankron hätten wir die Liga so nicht durchziehen können, wie wir es durchgezogen haben. Wir sehen da religiöse Einheit und das heißt Rush. FF oder Rush heißt das Deck von Markus, aber die Karten religiöse Einheit heißt eigentlich ziemlich gut Rush, weil das diese verbündeten Shipments, so wie eben die Maya-Verbündeten, die Kosten reduziert. Und zwar um 25% oder 50%, kommt jetzt auf das Shipment drauf an. In dem Fall kostet es dann nur mehr 250 Gold für 11 Maya-Holkant. Und sonst, ja, haben wir vor allem die Jaguar-Ritter, einen Fokus auf Jaguar-Ritter im dritten. Das heißt, es wird entweder im zweiten ein Rush mit die Maya oder es geht ins dritte mit Jaguar-Ritter. Dadurch, dass das Shipment im ersten gleich kommt, diese rituelle religiöse Einheit, schaut es jetzt eher noch Rush aus. Auf der anderen Seite, Deck hast Hochland vor Oberst Zaubertütli. Und ja, es wurde sich gerade die amerikanischen Verbündeten geschickt und es sind sie auch die drei Dorfbewohner geschickt worden. Das heißt, Zaubertütli denn will mit Natives was machen. Weiß natürlich nicht gesehen, mit was er sie verbündet hat. Aber ich weiß nicht, ob das im ersten schon geht. Es wird geaged und zwar mit dem Häuptling. Das ist bessere Holzsammelrate. Und da wird geaged mit dem Krieger. Was natürlich die zwei Skull Knights haben. Und wir haben da schon gleich die Red Sea Wagon aus der Transition, also in der Transition geholt. Und damit wird die Frontbasis gebaut. Also Captain Markus lässt da überhaupt nichts anbrennen. Der geht da hoch aggro rein in das Ganze. Ja, und den musst du es jetzt dann verteidigen. Das wird schwierig. Ich meine, Inka ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Sif in der Defensive. Aber du musst trotzdem darauf vorbereiten, dass es kommt. Und wir haben wieder die Blasrohrschützen. Ich habe zweimal in der ganzen Liga Inka mit amerikanischen Verbündeten gesehen und beides Mal sind die Blasrohrschützen genommen worden. Ja, ich meine, kommt jetzt ganz drauf an. Wenn da jetzt da Otontins und Pikes und eben die Skull Knights, dann sind die Blasrohrschützen natürlich nicht schlecht oder auch gegen die Jaguar. Aber wenn da ein paar. Oh, der Trabar. Wenn da ein paar Kojoten sind, dann hast du ein bisschen ein Problem. Ah, Häuptling, Blätzend, Ältestes, das mit dem Holz. Der Häuptling sind zwar auf Patrabar und da würde sie die Tambos aufbauen, aber es kann sein, also der eine. Ich meine, er kauft ehrlich gesagt den Zeit. Ich meine, das wird nicht hochgehen, weil die haben einen Siege, die Jaguar-Ritter haben einen guten Siege, die können den einreißen. Aber die vier Jaguar-Ritter rennen jetzt einfach mal den Andravoir einfach für Ewigkeiten hinten nach. Und sind nicht in der Base von den. Also das gibt damit tatsächlich ein bisschen Zeit. Wir haben da auch, glaube ich, das war schon der Big Button. Federspeerkämpfer. Und jetzt kommen gleich mal Blasrohrschützen. Also, die haben folgenden Perk, und ich glaube, das wird ja scheiße. Die haben folgenden Perk. Die haben Multiplier gegen jede Infanterie. Aber nur 10 Range. Aber dafür sind sie ziemlich schnell. Das heißt, du musst im Endeffekt das gegnerische Feuer unterlaufen und dann konterst du alles, was Reichweite. Also jede Infanterie. Die Frage ist, ob massetechnisch dort schon irgendwas reicht, weil wir haben da. Ja, zweimal hintereinander, glaube ich, die 11 Maya-Verbündeten. Oder ist vorher sie einmal 600 Gold geschickt worden? Das kann natürlich auch sein. Das heißt, wir haben da einfach Masse. Wir haben da einfach Masse. Und die sind ziemlich gut. Die Unit ist ziemlich gut. Die sind ziemlich schnell. Hat einen guten Siege. Oder war das 4,5 Grad jetzt einfach? Ist das ja einer Speed? Ist 4,5? Ich glaube, 4,5 ist ja einer Speed, ja.
Und ja, haben einen guten Siege, haben eine gute Attack Rate, haben wir 1,5er Angriffsgeschwindigkeit. Ist eine ziemlich starke Maske, die auch nicht. Und da werden die Boa Blaswar-Schützen jetzt auch nicht unbedingt was machen. Und die Totenkopf-Ritter sind natürlich auch nicht ein Element, also. Da ist denn. Da ist denn ziemlich. den wollte ab bei den TPs haben, der wollte dort 12 Natives, gell? Da ist ihm aber Captain Markus zuvorgekommen und den surrendert. Also es sind 2-0 für Captain Markus. Der hat einfach, ja, mit dem Red Sea Wagon dieser religiösen Einheitkarten einen ziemlich aggressiven, potenten Rush durchgeführt hat. Und ja, damit schauen wir noch kurz in die Statistik. Wir haben ein bisschen mehr Rohstoffe für Captain Markus. Militär, ja, natürlich ein super Trade für Markus. Ja, von dem her war es das jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für die Leute, die nur für Liga-Content auf dem Kanal sind, ja. Ich hoffe, ihr könnt euch für die Community-Casts abbegeistern, weil mit Liga-Content gehen wir da jetzt erstmal in die Pause. Aber sonst, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Schickt's mir Replays, schickt's mir selbst, schickt's mir Videos, die ihr hochladen wollt, was auch immer. Und ja, sonst würde ich weiter versuchen, da euch Unterhaltung zu bieten, deutschsprachige Age of Empires 3 Unterhaltung von der deutschen AOE 3 Community für die deutsche AOE 3 Community. Und damit danke fürs Zuschauen. Habe die Ehre. Servus. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell?